Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Videoformat vielleicht. Je nachdem, wie es bei euch ankommt, für... Was? Oh Gott. Musik. Ich habe gerade Fußspuren gehört. Also, so, Alter. Wir probieren... Das, ihr seht es ja schon. Nightmare on Sesame Street. Das ist eine Mischung aus Nightmare on Elm Street und die Sesamstraße. Also Freddy Krüger trifft Elmo, um genauer zu sein. Sven und ich, ihr werdet beide Sichten sehen. Hallo. Ja, Sven, genau, Sven ist ja dabei, ihr seht ihn ja sowieso. Und wenn ihr Bock drauf habt, es gibt viele von in diese Spiele in dieser Richtung. Also wenn ihr Bock habt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wissen wir Bescheid, machen zwischendurch mal wieder eins. Goodie, bist du soweit, Sven? Oder willst du noch ein paar letzte Worte richten? Ich habe Angst und ich weiß sehr schon, dass ich verkacken werde. Hm. Und ja, was? Also entweder wie geht das Spiel überhaupt? Oder für den... Ja, das sehen wir dann ja. Das Gefühl, wie du. Also entweder spielen wir 15 Minuten oder wir haben es ja vorher durchgespielt. Mal gucken. Durchspielen, sagt er. Ja, alles klar. Ja, aber weiß! Ich kenn's nicht. Da kennst du mich nicht. So, jetzt verschieb dich mal, wa? Ja, okay. Bis gleich. Dann frohes Gruseln bis 6 nach halb. 6 nach halb, okay. Gut. Viel Glück. Danke. So, jetzt haben wir alle Ruhe weg. Jetzt haben wir keinen nervigen kleinen Sven mehr, der jetzt irgendeine Scheiße macht. Jetzt genießen wir das Spiel und drücken Play. Ich hab Bock. So, dann starten wir mal. Alles klar. WASD zu laufen. Left Shift zu sprinten. E to interact. Okay, und F ist einfach. Gut. Was haben wir denn hier? Was ist das? Lol. Ist das gut oder nicht? Was habe ich angestellt? Es ist irgendwie geil, aber auch irgendwie nicht. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Toll, jetzt hab ich nicht gelesen, was da stand. Scheiße. Dich nur du. Nicht nur du, Elmo. Ich bin auch gescared. Ich hab 2 Minuten durchgehalten. Okay, ich spiele mir nochmal die normale Version. Was war das? Was ist das? Okay, ich bin tot. Da hat der Freddy mich wohl geholt. Ach, jetzt habe ich Video. Okay. Wir müssen ein neues Radio finden, um aufzuwachen. Ah, okay. Dann spielen wir nochmal die richtige Version. Oh shit, ey. Man sieht ihn. Da ist der kleine Lutscher. Haha, Freddy, haha. Haha. Seh ich mehr. Keine Ahnung, wo er ist. Okay. Ah, ich habe immer keine Ahnung, was ich machen muss. Frag mich jetzt, ob das Spiel total easy ist. Jetzt aufs.
Jetzt habe ich Jinx halt auch wie immer, ne? Bestimmt muss man an ihm vorbei. Das ist die große Kretze an dem Spiel. B-Bird. Geil! Oh, fuck, man. Okay, dadurch hat er mich gerade gejagt. Kann man ihn sehen? Gibt's ihn noch? 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, knock at the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat 10. The radio's dead. I need to find another to wake up. Okay, ich brauche ein anderes Radio. Ja, achso, ein besonderes Radio für dich. Danke für die Erinnerung. Immerhin weiß ich das jetzt. Warte, hinten war doch noch ein Radio, oder nicht? Elmo, jetzt scheiße dich in die Hose, wir schaffen das schon. Boah, ich hoffe, Sven leidet mindestens genauso sehr. Vor allem, da muss man, man muss da so hin. Aber er ist da. Was will man denn machen? Hä? Radio? Hallo? Ah. Hast du nix? Oh. Ist, da hinten ist noch eine Tür. Komm, komm wieder ran. Komm, komm, komm. Geht das? Okay, mach mal in die andere Welt. Ich bin echt gespannt, wie Yannick sich gerade schlägt. Trick 17! Trick 17! Scheiße! Haha, frei dich, hab ich ausgetrickst. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Oh, fuck, man. Oh, Freddy. Ob Yannick wohl schon gescheckter Wasser haben muss? Oh no! That wasn't enough to wake me up. I need to find another radio. Willst du mich verarschen, Elmo? Willst du mich verarschen? Boah! Ich brauche ein anderes Radio, das reicht mir nicht. Mimimi. Ich gehe wirklich davon aus, dass das Radio genau. Warum klingt der auch nach Käse, ey? Ist das die Originalstimme oder sowas? Man hat deswegen Radio genommen. Oh, fick dich! Freddy, lass mich in Ruhe! Komm schon, komm schon, komm schon! Alter, Yannick! Zeit ist um! Wie, Zeit ist um? Ja! Ich war gerade voll drin, ey! Hast du verstanden, was wir machen müssen? Ja. Hast du das hinbekommen, oder? Nee.
Also was man machen muss, ne? Weshalb ja. Ich Pauseknopf bei mir gedrückt ist, ist simpel, du stehst ja auf, ne? Ja. Bist ja rot, Elmo und so, stehst dann auf. Und dann habe ich mal das Radio am Anfang angedrückt mit E, kannst ja interagieren. Richtig. Türen öffnen und so. Ja. Wenn du das Radio mit dem Radio interagierst, sagt er dir, schade, das, scheiße, das Radio ist aus, ist kaputt, irgendwie so. Hab ich auch festgestellt. Ne? Und dann finde ein anderes Radio. Ja. Und du musst halt ein anderes Radio finden, um aufzuwachen. Das Ziel ist halt der Radio finden. Hast du eins gefunden? Ja. Ich habe auch eins gefunden. Dann meinte er, nee, das reicht mir nicht. Ja, genau. Das habe ich gerade im letzten Versuch gefunden. Weil ich, dann ich auch. Ich habe nämlich gerade eben erst herausgefunden, achso, es gibt noch eine Hintertür, da kann man auch durch. Ich habe ganz halt immer die normale Tür genommen und irgendwann habe ich das halt so hingekriegt, dass er durchgehend vor der Tür läuft. Da konnte ich halt nicht mehr raus. Nee, ich hatte auch so ein Problem, ne? Also in meinem ersten Versuch habe ich das Radio gar nicht irgendwie gar nicht erst angeguckt. Mhm. Bin sofort rausgegangen in den Gang. Und da war ein Radio. Okay. Da war schon gleich eins. Und dann im zweiten Versuch war das dann nicht mehr. Achso, das ist ein Moment. Ah, interessant. Das war irgendwie scheiße. Und ich habe irgendwie noch die Grafik irgendwie geändert in diese Nest World da. Ja, das habe ich direkt am Anfang gemacht. Habe ich auch am Anfang. Wieso, was ist das denn? Oh, Startsnash-Spiel. Alles klar, wenn Sven hier gerade das Horrorspiel spielt, mache ich jetzt irgendwas anderes. Vielleicht kommt Wolfenstein oder so, weil man noch. Achso, nee, Grafik ändern. Fand ich aber auch cool. Ja, war cool. Vor allem, ich habe jetzt einen Ohrwurm von der Melodie, ne? Ja. Und dann hat Freddy mich noch im Haus gefangen gehalten gehabt. Mhm. Der lief wirklich, ich war in so ein Haus drin, da war er nur Vordereingang. Ja, ich habe ihn so beim Starthaus hingekriegt. Ich hab am Anfang Mülltonnen umgeschmissen. Wenn du gegen Mülltonnen läufst, dann macht die auch ein Geräusch. Ich hab mich voll erschrocken beim Essen. Oh Mann, ey. Aber. Ein Radio war dein höchstes? Ein Radio war mein höchstes. Ja, meins auch. Wie fandst du es? Auf einer Skala von 1 bis 10? Sachen gruselig oder einfach nur gut oder schlecht? War gruselig? Also ich habe mich schon ein paar Mal erschrocken. Der Anfang, ne? Aber dann? Aber dann irgendwann wurde Freddy einfach nur nervig. Ja, genau. Vorhin hat mich so oft Bitch genannt. Ja. Nightmare Bitch. Vor allem Elmo klingt auch so voll, als hätte er einen Sprachfehler. I'm scared! Ja, Elmo wollte ich am Ende auch nicht mehr hören. Oh nee, da hatte ich so schlecht Laune. Ja, ich dachte, boah, ich habe mich gerade am Ende noch gefreut. Im letzten Run, da finde ich noch das Radio. Dachte mir so, geil. Beim letzten Try, wie geil ist das denn? Spielst du durch? Also, nein, das reicht nicht. Da hab ich mir nur so gedacht, fick dich. Oh Mann, ey. Oh Mann, ja. Oh. Ja, der Anfang war ein bisschen krasser. Irgendwann wurde er nervig, wie du schon sagst. So allgemein, so ein nettes Minigame. Auf jeden Fall. Nettes Minigame, auf jeden Fall. Mhm. Aber, ja, Freddy, der ist echt nervig. Naja. Vor allem, wie schnell der einfach ist. Ja, ich dachte auch, ich kann ihn vielleicht ausdrücken. Okay, so hinter der Laterne. Links-Rechts-Kombination. Nee. Links, rechts, Dreier drauf. Ja. Okay, jetzt schicke ich einen Blumenladen zu mir. Dann wenn er dann zu mir kommt, laufe ich einfach um die Blumen herum und dann trickst du ihn aus und er kann mir die Arme zusprung. Ja, und hier Blumenladen, da war ich auch ein bisschen genervt. Warum? Ich wollte die Türen zumachen, aber die Türen kann ich. Ja, die einzige Tür, die man gefühlt öffnen und schließen kann, war die vom eigenen Haus. Ja. Mehr habe ich auch hier öffnen und schließen können. Ich habe so viele Türen ausprobiert. Ich die ganze Zeit eh drauf gehauen, aber das passiert einfach nicht. Lass mich rein. Ja. Und ich dachte, ich habe mich so irgendwie gedrückt, dass ich irgendwie R gedrückt habe oder so, ne? Hm. Sogar noch extra hingeguckt, aber nee, ich habe eh gedrückt. Freddy war aber kurz, ich muss ihm gucken. Oh Mann, ey. Ja. Aber wenn ihr Bock habt auf mehr von solchen Sachen, dann hab ich mir immer nur so gedacht, fick dich. Oh Mann, ey. Oh Mann, ja. Oh. Ja, der Anfang war ein bisschen krasser. Irgendwann wurde nervig, wie du schon sagst. So allgemein, so ein nettes Minigame. Auf jeden Fall. Nettes Minigame, auf jeden Fall. Mhm. Aber dieser Freddy, der ist echt nervig. Und vor allem, wie schnell der einfach ist. Ja, ich dachte auch, ich kann ihn vielleicht ausdrücken. Okay, jetzt aus hinter der Laterne. Links-Rechts-Kombination. Nee. Links-Rechts-Dreier drauf. Ja. Okay, jetzt schicke ich einen Blumenladen zu mir. Dann wenn er dann zu mir kommt, laufe ich einfach um die Blumen herum und dann trägst du ihn aus und er kann mir die Arme. Ja, und hier Blumenladen, da war ich auch ein bisschen genervt.
Ich wollte die Türen zumachen, aber die gehen gar nicht zu. Ja, der einzige Tür, die man gefühlt öffnen und schließen kann, war die vom eigenen Haus. Ja. Mehr habe ich auch nicht öffnen oder schließen können. Ich habe so viele Türen ausprobiert. Ich die ganze Zeit drauf gehauen, aber da passiert einfach nichts. Lass mich rein. Und ich dachte, ich habe mich so irgendwie gedrückt, dass ich irgendwie R gedrückt habe oder so, ne? Mhm. Sogar noch extra hingeguckt, aber nee, ich habe E gedrückt. Dreh mal kurz, ich muss hingucken. Mann, ey. Ja. Aber wenn ihr Bock habt auf mehr von solchen Sachen, wie gesagt, nächstes Mal, wenn ihr Bock habt, gibt es nächstes Mal ein Outlast in der Version. Also, dann auch, schätze, ihr könnt ja auch sagen, okay, mach mal das und das oder so. Wenn ihr eigene Ideen habt, könnt ihr es auch gerne machen. Links zum Spiel ist in der Videobeschreibung. Lasst uns eure Meinung wissen zu dem Game und ob ihr Bock habt auf sowas. Wer sich besser angestellt hat, habt ihr ja bestimmt schon gesehen, wir beide. Vom Ergebnis her klingt es aktuell gleich. Aber ja. Wundert mich echt. Ich dachte schon, boah, ich bin fast gesagt hier gerade so krass, als wenn ich so durch. Ich habe jetzt in der letzten Run, finde ich den, Run finde ich noch den Hintereingang und denke mir so, was wenn, was bestimmt, so das und da kann er bestimmt schon zwei Versuche oder so gefunden. Okay, den Hintereingang hatte ich gleich im ersten Run. Oh, wow, okay. Aber mit dem Radio hatte ich das nicht. Goodie, also vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Tschüss.